Ja, hey, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Falls unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir die zweite Lernkampagne abgeschlossen und sind jetzt in der dritten. Größer und besser. Nun, Sterbliche, nur weil sie wissen, wie gebaut wird, bedeutet das noch lange nicht, dass sie alles wissen. In dieser Lektion werden wir uns mit etwas völlig Neuem beschäftigen, das es ihnen ermöglichen wird, noch größer und besser als zuvor zu bauen. Außerdem werden wir uns eine völlig neue Waffengattung anschauen. Kommen Sie jetzt. So, und wir wechseln wieder das Team. Wir nehmen die Dynastiden. Boah. Na klar, die Asiaten wieder technisch und so vollkommen auf dem neuesten Stand sind. Also gut. Neue Waffengattung. Was ist denn das? Fällt mir jetzt nicht so ein, was das sein könnte. Naja. Da kommt jetzt schon so ein kleiner offizieller Kampf. Boah, ist auch geil. Genau das werde ich mögen hier. Ganzen Festungen bauen und so. Da wird mir Spaß machen. Ja. Es sieht ganz so aus. Als ob sich seit unserem letzten Besuch bei unseren beiden Freunden eine ganze Menge hier getan hätte. Ja, jemand vollkommen anders ist jetzt hier. Schön, Sie wieder zu sehen, Sterblicher. Beginnen wir mit den Orten des Sieges. Sie haben vielleicht bemerkt, dass auf Ihren Inseln eine Reihe von Sternen über dem Land schwebt. Sogar bei Ihrer Festung schwebt ein Stern. Diese heißen Orte des Sieges. Sie beginnen immer mit mindestens einem Ort des Sieges, da Ihre Festung immer auf einen erbaut ist. Orte des Sieges sind wichtig. Je mehr Orte des Sieges Sie besitzen, desto größer und besser sind die Gebäude, die Sie errichten können. Wenn Sie Ihre Waffenleiste eröffnen, sehen Sie, dass ich Ihnen schon einen Turm und einen Bergfried gegeben habe. Sie werden bemerken, dass Sie nur den Turm wählen können. Das liegt daran, dass Sie nicht genügend Orte des Sieges besitzen, um das andere Gebäude zu bauen. Wie bekommen Sie mehr Orte des Sieges? Sie errichten Gebäude auf ihnen. Mit Hilfe des Turms in Ihrem Besitz bauen Sie auf den nächsten Ort des Sieges. Alles klar. Boink. Dann packen wir einen Turm da hin. Oben rechts auf dem Bildschirm wird angezeigt, wie viele Orte des Sieges Sie besitzen. Die Zahl ist angestiegen und zeigt an, dass Sie nun zwei Orte des Sieges besitzen. Mit zwei in Ihrem Besitz können Sie nun den Bergfried bauen. Lassen Sie uns einen weiteren Ort des Sieges ansammeln, damit wir die nächsten Gebäude errichten können. Bauen Sie Ihren Bergfried nun auf den nächsten Orten des Sieges. Liebsten Ort des Sieges, meine ich natürlich. Boah, geil. Ausgezeichnet. Sie haben einen Bergfried erbaut. Der Bergfried ist ein stärkeres Gebäude als der Turm. Es ist schwerer zu zerstören und erlaubt ihnen noch mächtigere Waffen abzufeuern. Schauen wir uns nun einmal an, welche Waffen von einem Bergfried aus abgefeuert werden können. Sammeln Sie Waffenkisten ein. Oh, das ist lustig. Sie haben soeben das Musaka-Massaker eingesammelt. Wir werden gleich mit diesen neuen Waffen üben, doch vorher möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf das Layout der Waffenleiste lenken. Ja, diejenigen Waffen, die in den ersten Schweiten angezeigt werden, wie zum Beispiel die Bazooka und die Granaten, können von überall abgefeuert werden. Sie müssen also nicht auf Ihrem Gebäude stehen, um diese Waffen benutzen zu können. Die Waffen in der zweiten Spalte erfordern einen Turm und die Waffen in der dritten Spalte einen Bergfried. Und je weiter sie nach rechts kommen, desto größere Gebäude sind zum Abfeuern der Waffe erforderlich. Ich hoffe, das verwirrt Sie nicht zu sehr, Sterblicher. Wenn Sie einmal ein paar Mal spielen, werden Sie bald verstehen, welche Waffen von welchem Gebäude abgefeuert werden können. Und nun ist es Zeit zum Üben. Machen Sie sich nun auf dem Dach des Bergfrieds und wählen Sie das Musaka-Massaker. Wählen Sie die Ich-Perspektive mit Hilfe von R1 und versuchen Sie, so viele gegnerische Türme wie möglich zu zerstören. Dies ist eine Waffe von Granatentyp, doch statt einen Zünder zu besitzen, explodiert sie, wenn sie zur Ruhe kommt. Wenn sie so weit sind, zerstören sie gegnerischen Türme. Das ist nicht, was das jetzt nochmal ist. Ach so. Ein Mexikaner. Oder was? Was zum Teufel? Nee, ich bin Mexikaner, aber auch irgend so. Verdammt. Meine Güte, so Granatendinger kann ich nicht steuern. Und zack.
den Diddle-Diddle. Oh, sehr schön. So. Jetzt das Ding. Sehr schön. Turm zermalmt. Das war gute Arbeit, Sterblicher. Sie haben das wirklich gut gemacht. Weiter so. Untersuchen Sie die Kartenbereiche, die vom Waffenfeuer getroffen worden sind. Und Sie sehen, dass Sie Farbe gewechselt haben. Alle Bereiche, die von gegnerischem Feuer getroffen werden, werden zu verbrannten Erde. Und bis die Landschaft wieder ihre ursprüngliche Farbe zurück erhält, können Sie sie dort nicht bauen. Nun, Sterblicher, da Sie nun drei Orte des Sieges haben, glaube ich, wir sollten Ihnen nun das nächste Gebäude ansehen. Wählen Sie den Bauort und denken Sie daran, das Gebäude muss mit einem Ihrer früheren Gebäude verbunden sein. Sammeln Sie und bauen Sie die Burg, Sterblicher. Boah. Immer größer und größer und größer. Boah. Burg. Habe ich irgendwo noch was anderes? Nein, habe ich nicht. Ist irgendwo ein Ort des Sieges? Ich brauche noch Sieger. Burg montiert. Boah. Gut gemacht. Was für eine prächtige Konstruktion. Die Waffenkiste ist soeben abgeworfen worden. Sie enthält eine mächtige Waffe, mit der sich die gewaltige Macht der Burg demonstrieren lässt. Um diese Kiste einzusammeln, müssen Sie Ihren doppelten Rückwärtsseite schlagen. Wissen Sie doch, wie es geht? Ja, Fick, ich weiß schon. Sammeln Sie jetzt die Kiste ein. Ich bin gar nicht zurück. Boah. Was haben wir hier für eine Massenzerstörungsnichtungswaffe? Fantastische Arbeit. Sie haben soeben eine sehr mächtige Waffe aufgesammelt. Erproben Sie Ihre Zerstörungswaffe an einigen gegnerischen Gebäuden. Sie haben drei Schüsse. Wählen Sie die Waffe und lassen Sie uns sehen, wie viel Schaden Sie anrichten können. Ziehen Sie auf die gegnerischen Gebäude, Sterblicher. Zum Glück habe ich hier auf der Seite gebaut. Den Kühlschrankwerfer, boah. Okay, das Ding ist aber, glaube ich, vor allem abprallen. Oder auch nicht. Zum Teufel war da drin, ne? Ja, schon, ja, ein Ding ist schon beinahe zerstört. Und zack. Weg mit dem Kühlschrank. Dich. Okay, das Ding ist wenigstens weg. Wer wird demoliert? Ja, solche Abprall-Dinger, mit denen kann ich nicht spielen, ey. Nein. Nicht ins Wasser, Mann. Ist der Dinosaurier drin, oder was? Das waren ein paar gekonnte Schüsse, Sterblicher. Für einen blutigen Anfänger haben sie sich gut gehalten, aber sie können sich noch verbessern. Nehmen wir uns jetzt eine andere Waffengattung an. Sammeln Sie die Waffenkiste ein. Bin ich froh, wer das ganze Tutorial-Glaber fertig ist, ey. Ups. Gut, Sie haben soeben einen Luftangriff eingesammelt. Wenn Sie den Luftangriff einsetzen, findet der Angriff von oben statt und Sie können daher auf der fast jede Stelle der Landschaft zielen. Oh, sehr schön. In anderen Worten, alles wird sterben. Jetzt wollen wir den Luftangriff üben. Halten Sie nach dem Auswählen R2 gerückt, um einen Überblick von oben über die Landschaft zu erhalten. Bewegen Sie nach einfach mit dem linken Analogstick die Position des Kurses und drücken Sie anschließend X, um den Angriff zu starten. Versuchen Sie, so viele Ziele wie nur möglich zu zerstören. Alles klar, zerstören. So. Warum gibt es denn Flugzeuge in den Zeitalter? Egal. Tue ich echt die Logik hier nachfragen von... Mein Gott, ist das empfindlich. So. Okay. Ah, ein Vögelchen. Eine Bombenabwehr. Na klar. Geil. Jetzt haben Sie Ihren Luftangriff kennengelernt und ich rate Ihnen, Angriffswaffen dieser Gattung mit Bedacht einzusetzen, denn von dieser Sorte werden Sie nie viele haben. Wenn Sie bereit sind, sammeln Sie die nächste Kiste ein und dann schauen wir uns mal an, wie die alte Oma funktioniert. Natürlich. Warum denn auch nicht? Die alte Oma muss von einem Gebäude aus abgefeuert werden. Sobald Sie eine Schussrichtung für sie gewählt haben, feuern Sie sie mit X ab. Anschließend wandern Sie durch die Landschaft. Die alte Oma kann mit linken Analogstick gesteuert werden.
Durch Drücken von Viereck lassen Sie sie springen und mit Hilfe von X explodieren. Versuchen Sie, diese Ziele zu zerstören, indem Sie die alte Oma auf sie lenken und die Oma detonieren lassen, sobald sie in Reichweite ist. Wählen Sie die alte Oma aus und üben Sie mit ihr. Alles klar. Sehr gut. So, wo lang? Da, okay. Auf so ein Stühlchen ist er. Ich finde das gut, dass sich hier alles irgendwie viel besser steuern lässt als in 3D. Ey. Sehr schön. Aber mit der Oma ist putt gemacht. Die alte Oma fordert etwas Übung, bis man mit ihr umgehen kann. Jetzt sind wir fast durch und müssen uns nur noch eine einzige Waffe ansehen. Sammeln Sie bitte nächste Kiste ein, Sterblicher. Alles klärchen. Ja, schon wieder so ein kurzer Part, Mann. Sie haben soeben die Balliste aufgesammelt. Die Balliste ist eine Direktfeuerwaffe und kann nur von einem Gebäude aus eingesetzt werden. Sie hat nicht nur den gleichen Antrieb wie eine Bazooka. Die Balliste kann am besten in die Ich-Perspektive benutzt werden. Die Geschosse fliegen nach den Abfeuern in einer relativ geraden Linie, solange der Wind nicht zu stark weht. Beim Abfeuern der Blitzer haben Sie zwei Schüsse. Ziehen Sie mit der Balliste auf die Türme des Gegners und richten Sie so viel Schaden an, wie Sie können, bevor Ihnen die Munition ausgeht. Na dann mal los. Alles klar. Dann. Ich sehe nichts wegen dem Teil. Ja toll, jetzt habe ich das weggeworfen, ey. Und jetzt hier wechseln, Mann. Du kennst du auch nichts, ey. Sehr schön. Boah. Und damit ist Ihre Lektion für heute zu Ende, Sterblicher. Sie haben jetzt die meisten Waffengattungen kennengelernt. Doch Sie werden noch mehr Waffen sehen. Es gibt noch weitere Waffen mit wesentlich größerer Zerstörungskraft. Und ich kann nur hoffen, dass Sie sich beim Einsammeln dieser Waffen erkennen, zu welchem Waffengattung Sie gehören. Gut gemacht. Die Sache mit Rom spricht sich herum. Wie ein Asiate arbeitet in Rom, hä? Ich habe gedacht, das war ein Grieche. Was? Weitere Gebäude werden erbaut. Ich habe gedacht, das war ein Ägypter. Als nächstes wirst du mir noch sagen, dass das irgendwie ein mittelalterlicher Typ ist. Und neugierige Besucher landen an der Küste. Boah. Sehr schön. Den Fortschritt speichern, natürlich. Dann können wir auch den Part wieder enden. Ich weiß, sind sehr kurz die Parts, aber naja. Das Projekt wird hoffentlich nicht so lang sein. 20 Parts habe ich auch für Dings gebraucht, für Worms 3D, also wird das hier wahrscheinlich auch nicht so sehr viel länger dauern. Gut. Ich sage, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Worms Forts Unterbelagerung. Ich bedanke mich alle als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.